Das war eigentlich offensichtlich. Ah. Und ich bin genau in die Falle gerannt. Oh, nochmal. Oh, mies. Und tschüss. Glassplitter. Ui. Hallo und willkommen zurück bei Elden Ring. Wir machen jetzt weiter in der Schattenburg. Wir haben den äußeren Wall haben wir jetzt erkundet. Hier unten. In dieser Brühe. Jetzt gehen wir nach drin. Und die Schattenburg befindet sich zwischen Gelmir und Altus Plateau. Und zwar da. Ich bin hier oben vom Altus Plateau von diesem Gnadenpunkt aus losgeritten, hier runter. Hier ist die Kriegsasche der Blutklinge und hier komplett durch, bap, findet die Schattenburg. Man kann hier hoch, man kann hier hoch und man kann hier über die Mauer springen. Mit dem Pferd. Um hier reinzukommen. Wir legen los. Ich bin gespannt, was es hier noch zu holen gibt. Riesengroßes Gebiet, eine große Burg. Sowas macht immer Spaß. Also mir macht sowas Spaß. Oh nein. Du kannst dein Gift schön behalten. Ich hoffe wieder auf einen Gnadenpunkt hier oben. Oder irgendwo hier in der Nähe. Okay. Diese Gegner sind ja okay. Oh, da gibt es einen riesengroßen Burgeingang. Und gibt es auch noch einiges zu entdecken. Giftpilz. Wow. Das war eigentlich offensichtlich. Ah. Und ich bin genau in die Falle gerannt. Oh, nochmal. Oh, mies. Und tschüss. Glassplitter. Ui. Zweimal natürlich. Okay. Oha. Das ist doch eine Falle. Walkürenprothese. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, was ist eine Waffe? Das muss ja hier sein, oder? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hatte mal einen kleinen Hinweis, was das am Ende ist. Scheiße. War es ein Talisman? Was ich nicht glaube. So, aus wie ein Arm. Vielleicht ist es ja einfach nur ein Schlüsselobjekt. Ja. Goldene Prothese der einarmigen Walküre. Goldene Prothese, die einst von einer einarmigen Walküre benutzt wurde. Ein Meisterwerk der Handwerkskunst, das mit genug Übung und Geschick genauso gut wie ein echter Arm funktioniert. Als ich Maleif Marias, der Fürst der Schattenburg, diese Prothese anlegt, behauptete er, die Gegenwart seiner persönlichen Göttin zu spüren. Schlüsselobjekt. Questobjekt, kann man es auch nennen. Hier unten waren wir schon.
Muss nur gucken, ob man hier dazwischen noch irgendwelche Gegenstände findet. Nämlich auf der anderen Seite ist, muss es so sein. Weil da habe ich sie nämlich schon liegen sehen. Gehen wir mal in die Richtung. Ah, wieder so ein Reiter. Was ist denn? Oh. Was ist denn hier los? Es wäre Liebe. Hier gibt es doch einiges mehr zu entdecken, als ich erwartet hätte. Das sind nur die Normalos. Gnade voraus. Ah. Goldene Rune 4. Tatsache. Das ist ja sowas, sowas traue ich aber nicht hier. Haus Marais ist ruiniert. Die Bestrafung dafür, das Metze zu verfallen. Kein Wunder, dass dieser schuldbewusste Narr das Schloss und unser legendäres Schwert nahm. Okay. Ein legendäres Schwert? Ich muss mal skillen. Das ist mal auf 20 gebracht. So. Sieht erstmal wieder gut aus. Ich muss erstmal den Hof hier unten erkunden. Ups. Giftwolke. Ich habe in der Giftwolke gestanden. Oh, das ist ein Magier. Oh, ist auch ein Magier. Wow. Schmiedestein 4. Ach, die Magier müssen weg. Wie es aussieht. Habe ich noch nie so richtig verstanden, was
so darstellen sollen. Die machen immer so einen Rauch und alles. Aber so richtig gebracht hat es denen noch nie irgendwas. Goldene Runde 6. Uah. Einer hat es geschafft. So, jetzt checkt mal hier unten mal. Ich bin ja vorhin über die Dächer gesprungen. Keine gute Ausbeute. Wir gehen jetzt da hinten hoch. Und dann kontrollieren wir hier unten nochmal alles und dann geht's da hoch, denke ich. Irgendwo wird hier schon noch ein Boss lungern. Warte mal, die Wand sieht ja verdächtig aus, kann sein. Okay. So, hier irgendwo. Oh, das ist ein Parfümier-Typ. Oh, oh, ich muss hier weg. Mit dem, meinem Leben. Diese Typen, ey. Schmiedestein 5. Miranda-Pulver. Irgendwo hier konnte ich... Ah, hier ist noch so ein Typ. Irgendwo hier konnte man runter. Da muss ich rüberklettern. Ah, hier. Was denn der? Hm. Hätte gedacht, das wäre eine Falle. Parfümflasche. Wo war denn? Das war nicht... Nein! Zum Glück habe ich die leider vorher runtergekickt. Ah, das ist aber gut verstecktes Objekt. Dann wollen wir es nur noch umso mehr.
Wow. Ein verdammter Steinschwertschlüssel, aber immerhin. Hätte was Schlechteres sein können wie Adern im Blatt oder sowas. Gut, da ist noch eine Leiter nach runter. Und nach unten. Nach runter, genau. Habe eigentlich. Ach, die Leute da draußen sind viel zu laut. Könnte sein, dass ihr die hört. Wie weit sind. Ich wollte schon wieder sagen, wie spät haben wir es. 15 Minuten. Ah, alles gut. Bevor wir weiter hochgehen, guck mir hier noch nach. Nee, nee. Boah. Das war klar. Das sind so richtig krassen Dreckviecher. Das geht gar nicht. Aber schön genau in Gift geschubst und alles, dass du dich ja nie heilen kannst. Die Schattenburg. Diese Mistviecher. Dieser Giftangriff. Oh. Fäulnis Fett. Geisterteil in dir 4. Wegen verdammten Fäulnis Fett. Sozusagen Mist. Ja, da gebe ich dir recht. Die Belohnung war nicht geil. Überhaupt nicht. Ausgerüstet habe ich sie, ja. 104 und ich habe wie viel? 121 FP. Uiuiui. Kommt man von hier aus? Ach ja, der Hund. Den habe ich fast vergessen. Nee, komm mal nicht woanders hin. Gut. Ich habe so das Gefühl, hier kann jetzt nicht mehr so viel sein. Ein Boss. Oh. Ärgerlich, dass er genau nicht stirbt. Der Typ gibt mir einfach eine. So das Gefühl, dass mich irgendeine Statue angreift. Da steht jemand. Zweimal daneben geschlagen. Pagenhose. Da habe ich schon den Hut und jetzt die Hose. Jetzt fehlt mir nur noch der Rest. Ey. Okay, die bekommst mit.
schwere Bestienknochen. Oh Gott, so immer. So eine Walküre. Hier gibt es nur den Tod hier unten. Ah. Goldenes Glühwürmchen. Noch nicht gesehen. Gib mir eine Brustpanzerung. Na, die Hose nochmal. Oh, da steht eine Walküre. Er hat zweimal gegen die Wand geschlagen. Oh. Oh, das ist ein großer. Bestienblut. Oh. Ach, diese Leiter. Ah. Kommt man von hier aus auch wieder an die letzten, an den letzten Gnadenpunkt. Inneres Tor. Schmiedestein 5, naja. Gibt besseres. Will mich nicht beschweren, ich nehme alles. Bossgegner. Da hinten ist ein Boss, ja. Hätte gedacht, er greift mich etwas an. Ah! Ah! Nö. Immer von den Dornen. Der sieht cool aus. Oh. Der sieht aus wie so ein Klangperlenjäger. Ja. Ich habe meine Waffe nicht zwei Hand. Nein! Boah. So, jetzt aber. Boah! Gebt nicht auf. Fuck. Das war's. Fuck, der ist hart, aber jetzt mach ich ihn fertig. ich kann sogar auswählen. So, einmal das.
Bin ich mal gespannt auf die Kopflose. Die macht gut Schaden. Sie hat noch nicht mal viel Leben verloren. No. Schnell. Easy. Henkerschwert von Marais. Elemer von den Dornen. Trophäe. Dornengroßschild. Yes. Gnade eingesackt. Naja, gut, ja. Wo ist meine... Hier. Reicht auch nicht für ein Level-Up, leider. So, mal kurz gucken. Gibt es hier noch etwas? Oh. Achtung, Ratte. So, jetzt teste ich doch nochmal. Oh Gott, wie hieß das Schwert? Henkersschwert. Genau. War es ein Großschwert? Bitte lass es ein Großschwert gewesen sein. Ja, ist es tatsächlich. Stärke C, Geschick E, Arkan D. Oh, ich kann es wegen Arkan nicht tragen. Das geschichtsträchtige Schwert von Haus Marais, der Henkersfamilie, die in der Schattenburg residiert. Eine der legendären Waffen. Yes. Der Klangperlenjäger Elemer, ist tatsächlich einer, von den Dornen stahl diese Waffe vom Ort seiner drohenden Hinrichtung. Mit den Kampfkünsten seiner Heimat Eoscheid erschuf er daraus ein völlig neues Schwert. Einzigartiges Talent, Eoscheids tanzende Klinge. Er füllt das Schwert mit Energie und schleudert es für einen Spiralangriff nach vorn. Ach, das, was er mich jetzt getroffen hatte, ja. Das Schwert verursacht kontinuierlich Schaden, während es sich heftig dreht. Durch Aufladung erhöht die Reichweite und Rotationsdauer. Nice. Na, das muss ich mir mal noch genauer angucken. Und wir hatten noch das Dornenschild. Das Riesending hier. Damit hat er mich ein paar Mal umgeschmissen. Das sieht gut aus. Und den Text noch gar nicht gelesen. Elemer von den Dornen benutzt dieses Großschild aus einem fremden Land. Die darum gewickelten Eisendornen kommen bei Angriffen zum Einsatz. Stammt aus Eoscheid, dem Land der stolzen Asketen. Talent Schildschlag geht hinter den Schild in Abwehrhaltung und rammt den Gegner mit all eurem Gewicht, während ihr die Abwehrhaltung beibehaltet. Schwächere Gegner werden zurückgedrängt und geraten manchmal sogar ins Taumeln. Bam. Okay. Das war's jetzt aber. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war jetzt die Schattenburg. Sollte damit abgeschlossen sein. Ihr bekommt sogar eine Trophäe hier drin. Das Schild und die Waffe und noch jede Menge anderen Kram. Das habt ihr jetzt gesehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Haut rein. Ciao, ciao.